Hey Leute, hier ist ja mal Rex03 mit einem, ja, mal was anderes. Ich habe ja immer bei United Bricks bestellt. Und jetzt ist mal was anderes, weil ihr mir gesagt, ich habe ja oft in den Kommentaren gelesen, ja, Rex, warum kaufst du nur bei United Bricks dahin? Guck doch mal bei den anderen Shops. Und da ich bei Valiant Bricks, ist ja in der USA, oder zumindest im Ausland, ich glaube wirklich, dass ja, ist in den USA, glaube ich. Und die haben ja auch einen deutschen also Hersteller, eine Person, die hat halt auch in Deutschland verkauft, und zwar Brick Factory Berlin. Hier einmal Johannes Schwarz. Ganz cool, ich habe jetzt was bei dem bestellt. Ja, fangen wir mal an. Es war jetzt eine kleine Bestellung, das waren glaube ich 65, 70 Euro. Also, ich habe mir jetzt erstmal drei, Seite drei neue Wehrmachtsfiguren gekauft. Weil ich die halt mega schön da fand und halt noch so ein paar andere Sachen. Ach, noch was anderes Ding und ja. So, wir legen das erstmal alles zur Seite und fangen mit einer Figur an. Hier, der. Oh, das ist scheiße, wirklich. Der ist besser. Der Sanitäter, weil ihr mir ja geschrieben habt, dass ich den WW1 Medic da rausnehmen soll, obwohl die fast gleich aussehen, weil ich ganz cool finde. Weil ich Uniform kaum geändert hatte, zumindest die Ausrüstung mit so einer komischen Tasche davor, die hat er. Ich kann ihn mal ganz kurz nehmen. Hat er hier nicht. Also, er hat das mit einem auf der anderen Seite. Hier beide auf derselben Seite das rote Kreuz. Hinten fast dieselbe Ausrüstung. Er hat nur noch eine Pistolentasche und ich weiß nicht, was das ist. Dafür hat, also ich weiß nicht, was das ist. Dafür hat er das Kochgeschirr dabei. Ja, den Y-Riemen wie jeder Soldat und dieses A-Zeichen, diese Schlange, die er sich um den Stab wickelt. Was es hier auch jetzt noch gibt. Und ich muss ganz kurz gucken. Ich suche kurz was. Deswegen würde ich sagen, ich mache kurz einen Cut. Jetzt haben wir hier den Medic einmal mit Kopf. Ich gucke, ich glaube, ich nehme, ich jetzt nicht so schlimm finde, weil ich finde den Helm schöner als der andere Deutsche. Helm ist ja auch ein Stahlhelm nur aus dem Ersten Weltkrieg. Aber ich finde es halt irgendwie cooler, wenn der mit dem rumläuft. Halt der Medic einmal so mit Helm und allem Möglichen drum und dran. Keine Waffe dabei oder so, was ich auch nicht schlimm finde, weil die Figuren nicht viel gekostet haben. Ich glaube 8 Euro oder so pro Stück. Ja, dann gehen wir zur nächsten Figur. Das ist der MP40-Schütze. Hier, ja, die 6 MP-Taschen, wie es jeder MP40-Schütze hat. Dieser ist rot, dieses Band, was außen weiß, in rot und wieder außen weiß wird. Ich habe keinen Plan, wofür das steht. Ja, der Feldkragen mit den Spiegeldingern dran. Ich habe auch nicht das, ich glaube, das ist so ein Obergefreiter oder gefreites Ding. Gefreiten Ding, das hat auch einer von den Brick-Soldaten, aber ich weiß jetzt nicht welcher. Hinten, das finde ich ganz, finde ich halt cooler gedruckt als bei United Bricks. Die Feldflasche, der Brotbeutel, der Big Pot und das Zeltbahn-Dings. Ja, ist halt eine Standardfigur und jetzt noch also meine Lieblingsfigur, weil ich finde das halt irgendwie cool. Wenn man das so macht, halt der der Unteroffizier. Ich habe schon Offizier, das heißt, es passt irgendwie. Wieder das Band in der Mitte, die Kragenspiegel, so heißen die, oder Spiegelkragen, sowas halt mit der Lampe davor, der P08 oder P38 Tasche und den MP40 Tasche, was ich ganz cool finde, weil ich mag das, wenn die halt so zwei Taschen haben. Das gibt es ja bei United Bricks nur, wenn es ein MG-Assist ist. Ist halt irgendwie ein bisschen doof, aber was soll's machen? Dann hat diese normalen Arme, jeder hat halt dieselben Beine. Von hinten, der hat noch eine Gasmaske, so ein Gasmaskenbehälter, eine Feldflasche und den Brotbeutel. Mehr auch nicht. Ja. Dann haben wir uns, ich kann jetzt auch eigentlich hier dem, nehmen wir mal den MP40-Schützen, dafür, weil ich das irgendwie cooler finde. Wir können ja mal kurz hier das Gesicht drauf machen und dann den Stahl, den ich mir gekauft habe. Einmal mit der Reichsflagge, die bis 1935 genutzt wurde im Deutschen Reich von 33 bis 35 und halt die kaiserliche Flagge, also die Flagge des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg und davor auch noch. Das Rot-Weiß halt für Preußen und das Schwarz-Weiße Preußen und das Rot halt für Deutschland. Und auf der anderen Seite halt der Reichsadler mit dem eisernen Kreuz drauf, weil Hakenkreuze nicht erlaubt in Deutschland, was ich halt. Deswegen finde ich es aber trotzdem, ich fand es trotzdem ganz cool. Ja, fällt mir erstmal ab.
Habe ich mir 3 Stück von geholt für meine SS-Soldaten, also die Dot 44 SS-Soldaten. Wo ich einmal ganz cool finde für meinen Offizier von United Bricks. Einmal diese Offiziermütze. Auch mit dem, ja, ich glaube, er will jetzt nicht, das ist zu klein, glaube ich. Ja. Mit dem Adler halt drauf, der das Dings trägt. Das Balkenkreuz. Da habe ich noch so 5 Platten. Da habe ich mir noch 5 Platten bestellt. Hier einmal, warte. Da haben gerade meine Eltern gerufen. Ich, ja, vielleicht hört man es im Video. Wenn ja, ich lasse einfach drin. Auf jeden Fall hier einmal, dreimal diese, ach Scheiße, diese dunkelgrauen Douglas Gray Platten mit Heeresmunition drauf und 2 von diesen Holzkisten mit dem Reichsadler und dem Balkenkreuz. Ist auch ganz cool, dann gehen wir zur Seite und halt machen wir mit der nächsten Sache, weil das sind halt Freebies gewesen. Weil ich finde das halt cool, ich finde das an sich ganz okay bei United Bricks, halt so bunte Waffen oder so. Granaten oder so ein Zeug, aber hier halt einmal diese Beine für den Wehrmachtssoldaten. Dann hier diesen Brotbeutel für zum Beispiel für ein Fahrzeug oder so. Und dann noch 2 Kennzeichen für die Wehrmacht. Mit dem, was auch immer das ist. Und hier ist, glaube ich, hier ist der Adler drauf. Da habe ich mir noch so coole Sachen bestellt, weil ich das ganz cool finde, was die anbieten. Was ist ja, hat ja gefühlt keinen Shop von den ganzen CW2-Herstellern, habe ich heute noch keinen gesehen. Die Stickerbogen. Hier einmal Rollbahn, das ist Stickerbogen 1. Rollbahn, Umleitung, Feldbäckerei. Tankstelle, Feld, Gendarmerie, Feldpost, paar Kreuze, Wehrmachtskennzeichen, Minen, Vorsicht, nicht stehen bleiben, Todeszeichen gesperrt, Halt Motor aus, Achtung Minen, Achtung Minen. Treibstoffausgabe, Munitionsausgabestelle, Rauchen verboten und Feldküche. Und hier noch zur Front und hier noch das Zeichen von ihnen und hier einmal den Stickerbogen Nummer 3. Feld, Ar, Feld, Feldlazarett. Hier nochmal Feldlazarett in 2 mal verschiedenen Zeichen. WC, Hauptverbandsplatz, diese Medic-Kreuze, Tabletten, Jod, Markos, Verbandskasten. Krankensammelstätte, ich muss das mal selber kurz in der Kamera lesen, was da steht. Einheitsrast, Tapir für Heeres, Lazarett. 10 Stück, ich habe keine Ahnung, was ich habe keine Ahnung, ich kann es. Ist ein bisschen klein, vielleicht könnt ihr es ja. Einheitsrasier. Ach, Einheitsrasierapparate, so, hier in der Kamera kann man das besser lesen. Für Heeres, Lazarett, 10 Stück. Das war's von der. Dings, Bestellung, nochmal alles im Bild, bisschen unordentlich jetzt. Aber ganz cool, würde ich sagen, haut rein, Leute, ciao.